Wer die Chance sucht, wer was erreichen will, der muss sich in die Unsicherheit begeben. Er muss die Unsicherheit akzeptieren. Das ist das Gefühl, wenn man landet, wenn man flärt, den Fallschirm flärt, mit Highspeed irgendwo reinlandet. Mein Leben war immer unsicher. Und daran hat sich bis heute wenig geändert, auch wenn sich diese Unsicherheit nicht mehr nur auf den rein physischen Bereich bezieht. Denn heute bin ich Unternehmer. Vor allen Dingen aber bin ich Unternehmer meines eigenen Lebens. So wie ihr alle, jeder, der jetzt zuhört, ist zuallererst einmal Unternehmer seines eigenen Lebens. Als Unternehmer muss man was unternehmen. Und wer was unternimmt, dem kann auch einmal etwas misslingen. Denn wer die Chance sucht, wer was erreichen will, der muss sich in die Unsicherheit begeben. Er muss die Unsicherheit akzeptieren. Denn Unsicherheit und Chance bedingen einander. Das eine kommt nicht ohne das andere. Wenn ich also rausgehe, weil ich die Chance sehe, weil ich was erreichen will, weil ich mich verändern will, dann kann ich Fehler machen. Wir können Fehler machen. Ja, vielleicht scheitern wir. Und wenn das passieren sollte, nämlich dass wir scheitern, dann kommt es alleine darauf an, wie wir mit dem Scheitern umgehen. The problem is not the problem. The problem is our attitude about the problem. Wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, dann dass es Scheitern eigentlich gar nicht gibt, sondern nur neue Situationen, die man eben als Herausforderung begreifen kann und auch begreifen muss, um am Ende an ihnen zu wachsen. Und all meinen ganz persönlichen Erfolg verdanke ich diesem permanenten Gefühl, mich nicht einfach abfinden zu wollen, was mir erzählt wird, mich nicht einfach abfinden zu wollen, was mir vorgeschrieben wird und mich nicht einfach abfinden zu wollen, mit dem, was mir im Leben vermeintlich zufällig begegnet. Woher beziehe ich mein Wissen? Ich habe keine akademische Ausbildung, ich hatte keine Vorbilder. Aber ich habe in meinem Leben immer wieder Menschen getroffen, die über vorbildliche Eigenschaften verfügten, auch wenn diese Menschen in anderen Bereichen vielleicht höchst unvollkommen waren. Also habe ich mir versucht, die vorbildlichen Eigenschaften zu eigen zu machen und daran zu lernen. Ich spreche hier deswegen nicht über irgendein theoretisches Wissen, sondern ich spreche ausschließlich über selbst erlebtes Wissen, über selbst erfahrenes Wissen, manchmal auch und leider über selbst erlittenes Wissen. Meine heutige Lebenssituation, die gründet sich auf meiner Sehnsucht nach intensiven Erlebnissen und Erfahrungen und auf die Bereitschaft, entschlossen zuzugreifen, wenn sich mir eine Chance geboten hat. Jeder von euch bekommt immer wieder eine Chance, diese Chancen zu erkennen und dann entschlossen zuzugreifen. Das braucht in gewisser Weise auch so eine Leichtigkeit, nicht Leichtfertigkeit, aber eine Leichtigkeit. Auf meinen Weg gekommen bin ich aber tatsächlich durch ein ganz einschneidendes Erlebnis. Weil ich sehr gut Kajak fahren konnte, erhielt ich eines Tages einen Anruf. Willy Bogner war dran. Bist du Jochen, der verrückte Kajakfahrer? Ich so, ja.
Hast du Lust, in einem Film mitzuspielen mit James-Bond-Darsteller Roger Moore und Sherry Belafonte in den Hauptrollen? So kam es, dass ich Monate später mit einigen anderen Top-Kanuten in voller Kajakmontur im Valle Verzasca in der prallen Sonne auf einer alten Genueser Brücke saß. Es war Drehpause, wir warteten auf unseren nächsten Take und einer der Jungs erzählt so nebenbei, habt ihr das gehört, im Osten von England sind irgendwelche Typen vom Oxford Dangerous Sports Club, das haben nur die Engländer sowas, der Oxford Dangerous Sports Club, sind mit einem ausgedehnten Flugzeugträger-Fangseil irgendwo von der Brücke gesprungen. Unisono gehen unsere Blicke rüber zu dem Bootsanhänger, an dem massenweise Expandergummis baumeln. Und nicht lange danach springen wir natürlich fröhlich von dieser niedrigen kleinen Genueser Brücke. Kommt der Willy Bogner vorbei, sagt, boah, Jungs, sag mal, damit auch von der Staumauer springen? Und ich, na klar, Willy, kein Problem. Was ich nicht wusste, war, diese Staumauer war 220 Meter tief. Ich werde nie vergessen, was ich empfand, als ich da oben stand vor dem Absprung, als meine Fußspitzen über dieses Betongeländer hinausragten und ich in diese unfassbare, grauenhafte Tiefe blickte. Ich hatte Angst. Aber ist es nicht das, was uns Menschen ausmacht, dass wir die Fähigkeit besitzen, unsere Emotionen zu kontrollieren? Es ist ja ein Kampf zwischen Emotion und Geist. Dass wir uns entscheiden, etwas zu tun, weil wir es wollen, dass wir die Kraft haben, Angst zu überwinden, auch zu kontrollieren. Denn wir haben unglaublich viele Ängste. Manche Ängste sind sinnvoll. Sie beschützen uns. Aber die allermeisten Ängste, die wir haben, die behindern und begrenzen uns. Die behindern uns und begrenzen uns, das zu sein, wozu wir geboren sind, nämlich frei zu sein, frei von Angst. Frei von Angst, offen für Erfahrungen zu sein. Frei von Angst zu sein, etwas Außergewöhnliches zu erleben, außergewöhnliche Schritte zu tun. Und vor allen Dingen auch frei von Angst, von allem, was uns behindert, uns selbst zu dem zu machen, der wir sein wollen. Denn am Ende sind wir nichts anderes als die Summe aller unserer Erlebnisse, als die Summe aller unserer Erfahrungen. Ich erfahre mich selbst tatsächlich als die Summe meiner Erlebnisse und meiner Erfahrungen. Jetzt bin ich jetzt seit 63 Jahren unterwegs oder ich kann mich an die letzten 55 Jahre erinnern. Die waren interessant, spannend, wild. Aber die Summe all dessen ist das, was ich erlebt habe und das ist das, was mich ausmacht. Aber eigentlich sind es gar nicht die Erlebnisse und Erfahrungen, die mich ausmachen, sondern es sind die Emotionen, die durch diese Erlebnisse und Erfahrungen ausgelöst werden. Diese Emotionen, die beeinflussen meine Geisteshaltung, mein Set of Mind auf Neudeutsch, mein Mindset. Denn meine Geisteshaltung wird ausgelöst, geprägt und auch geführt von den Emotionen. Und diese Geisteshaltung, die führt dazu, wie ich denke, die führt dazu, wie ich spreche. Und vorsichtig mit Worten. Worte sind wie Taten. Man kann sie nicht zurücknehmen. Aber so wie ich denke und so wie ich spreche, so entscheide ich. Und diese Entscheidungen, die ich fälle, die führen zu Ergebnissen, nämlich zu Erfahrungen und zu Erlebnissen. Und diese auf unseren Entscheidungen beruhenden Erfahrungen und Erlebnisse, die führen zu Emotionen, die wiederum unsere Geisteshaltung beeinflussen, die wiederum unser Denken beeinflusst, unsere Entscheidungen beeinflusst, beeinflusst, was wir erleben und erfahren aufgrund dieser Entscheidungen und damit auch die Emotionen, die wir empfinden. Das ist der Circle of Emotional Addiction. Und wie man diesen Circle of Emotional Addiction, wenn man den versteht, nutzt, um zu einer anderen Geisteshaltung zu kommen, das ist Teil meiner Lehre. Wir alle stehen in unserem Leben immer mal wieder auf Staumauern im übertragenen Sinne. Diese Staumauern sind mehr oder weniger hoch. Wir wollen etwas Neues versuchen, wir wollen etwas erreichen, wir gehen in eine neue Beziehung, wir gründen ein Unternehmen, wir suchen einen neuen Job. Aber
um das zu erreichen, müssen wir abspringen. Und abspringen bedeutet ja nichts anderes, als sich auf das Feld der Unsicherheit zu begeben. Es braucht diesen ersten entscheidenden Schritt, das ist Abspringen, den man machen muss, um auf den Weg zu kommen. Als der Film mit meinem Bungee-Sprung, ich hatte gerade gesagt, es gab ein einschneidendes Erlebnis, es war dieser Sprung von der Staumauer und das, was dann folgte. Als nämlich der Film mit diesem Bungee-Sprung veröffentlicht wurde, Disney hatte den gekauft, da war ich plötzlich ein Held. Ich wurde auf ein Schild gehoben. Aber nicht etwa für die hohe Kunst des Kajakfahrens, für die ich 20 Jahre trainiert hatte, wo es mir gelungen war, auf einem sehr hohen Niveau Kajak zu fahren mit wenigen anderen auf der Welt. Nein, da wurde kein Wort darüber verloren. Ich war plötzlich ein Held, weil ich mit einem Gummiband eine Staumauer runtergesprungen bin. Jeder von euch hätte diesen Sprung machen können. Da ist nichts dabei. Jeder von euch. Das heißt noch lange nicht, dass ein leicht verdienter Erfolg wertlos ist. Aber nur wir selbst können entscheiden und spüren, was hat uns die meiste Kraft gekostet. Und dann fällte ich meine erste echte unternehmerische Entscheidung. Ich eröffnete Ende 1989 die erste von vielen stationären Sprunganlagen in Deutschland. Und diese Anlage ist heute die älteste Europas. Mit dieser Entscheidung wurde aus mir, dem Unternehmer meines eigenen Lebens, auch im wirtschaftlichen Sinne, ein Unternehmer. Und das war ein ganz bewusster Schritt. Und ich bin damals ein großes Risiko eingegangen, denn es war nicht klar, würden denn wirklich genügend Menschen bereit sein, für Geld aus einer windigen Krangondel zu springen und etwas zu tun, über was man ja trefflich diskutieren kann, respektive über die Sinnhaftigkeit dieses Tuns, kann man ja trefflich diskutieren. Aber wer einmal da oben stand, einmal über seine Fußspitzen in diese grauenhafte Tiefe geblickt hat, diese Angst gespürt hat, diese Anspannung gespürt hat und dann die Kraft gefunden hat, es ist Anspannung und Hingabe, und diese Kraft gefunden hat, aus dieser Anspannung heraus loszulassen und sich hinzugeben dem freien Fall, wer das geschafft hat, diese Angst zu kontrollieren, der hat sich damit ein Rüstzeug zugelegt, was er in seinem weiteren Leben immer mal wieder ganz gut gebrauchen kann. Dann ging alles ganz schnell. Wir gründeten 40 Sprunganlagen, führten Tausende von mobilen Mitsprungaktionen durch, schraubten Bungee-Rampen auf Fernsehtürme, erfanden die Erlebnisgeschenkbox und machten damit ein Abenteuer, ein Erlebnis plötzlich handelbar und zu einem Geschenk durch diese Gutscheintechnik. Und 2004 digitalisierten wir dieses Geschäftsmodell mit tausenden unterschiedlichen Erlebnissen. Das war der Beginn der Digitalisierung. 2004 wurde auch Facebook gegründet. Aber der Weg war nicht gerade, sondern es gab schwere Rückschläge. Es gab schwere Niederlagen. Oft genug kam ich deprimiert nach Hause, weil etwas nicht gelungen war oder es mal wieder ganz knapp war. Und da habe ich etwas gelernt, nämlich, wie gehe ich mit Niederlagen und Rückschlägen um? Das Thema heißt Reset Your Mind. Wie kann ich meinen Mind resetten? Ich kann meinen Mind resetten, meine Geisteshaltung beeinflussen, wenn ich dem vermeintlich vom Leben auf mich einwirkenden negativen Erlebnis und der damit verbundenen Emotionen etwas entgegensetze, was ich selbst entscheide. Ich kann ja autonom entscheiden, was will ich erleben. Und das Schönste, was wir Menschen erleben können, ist das Kompetenzerlebnis, uns selbst in der eigenen Kompetenz zu erleben. Deswegen mein Rat, das kann man noch weiter ausbauen, machen wir auch in der Academy. Ich kann diese Emotion überschreiben, indem ich etwas tue, was ich sehr gut kann. Ich kann mich selbst in meiner eigenen Kompetenz erleben. Und dann gilt Delete and Fast Forward. Das hört sich so einfach an, ist prinzipiell auch einfach, aber es passiert nicht von alleine, sondern fußt auf einer klaren Entscheidung und einem aktiven Prozess der Gestaltung des eigenen Lebens. Womit wir beim Thema sind. Jedes noch so kleine Unternehmen hat einen Businessplan. Der Businessplan, die Unternehmensplanung, die fußt auf der Unternehmerplanung. Und die Unternehmerplanung fußt auf der Lebensplanung des Unternehmers. Klingt einfach, ist auch so, funktioniert aber nicht immer. Oft genug war ich selber nicht Herr der Lage, war ich nicht im Driver's Seat, habe ich dem Unternehmen gedient und nicht das Unternehmen mir. Und es ging allen gut, vor allem dem Unternehmen. Und mir ging es nicht gut. Aber damit sind wir beim wichtigsten Thema überhaupt. Nämlich,
Wie gestalte ich mein Leben? Wie erringe ich Kontrolle über meinen Lebensweg? Wie kann ich eine Flugfläche höher steigen? Wo komme ich her und wo will ich hin? Ich unterteile das in drei Denkmodelle. Erstens, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Wir sind alles Teil einer genealogischen Kette. In uns ist verankert eigentlich das kumulierte Wissen aller unserer Vorfahren. In uns schlummern Talente, die gilt es zu entdecken. Ich muss also erstmal verstehen, wer bin ich denn überhaupt? Und dann brauche ich eine klare Zielvorstellung. Nur wer das Ziel kennt, findet den Weg. Das heißt noch lange nicht, dass dann dieser Weg geradlinig verläuft. Und jetzt geht die Technik. Wie komme ich also von A nach B, indem ich mich auf den Weg mache, indem ich auf mein Ziel zugehe? Aber Ziele sind nicht statisch, sondern die Ziele, die ich mir erwählt habe, während ich auf sie zuarbeite, die verändern sich. Damit verändern diese sich verändernden Ziele meinen Weg und letztendlich auch mich selbst. Wenn dir jemand sagt, und das ist die Ratio dahinter, welchen Weg du gehen sollst, dann ist es nicht dein Weg. Es kann gar nicht dein Weg sein, weil dann bist du ja nicht durch den vorab beschriebenen Prozess gegangen. Und wenn du keinen spirituellen Lehrer findest auf deinem Weg, dann gehe deinen Weg allein. Es nutzt nichts, von denen zu lernen, zu versuchen, die nichts zu sagen haben. Und aus diesem Grund, weil ich ein großes Ziel erreicht hatte, ein Unternehmen groß zu machen als Gründer, es zu verkaufen, und weil mein Lebensmotto lautet, da, wo ich mich jeweils befinde, ist mein Ausgangspunkt. Ich bin immer auf dem Weg und nie im Ziel, habe ich vor 3 Jahren im Süden von München die Jochen Schweizer Arena eröffnet. Ein Ort, an dem du dich neu entdeckst. Ich habe mir selber damit einen Traum erfüllt und ich erfülle die Träume anderer Menschen. Zum Beispiel ist diese Arena schon jetzt eine Event-Location für Firmenveranstaltungen. An den Wochenenden ist sie eine touristische Destination, aber vor allem ist sie dann immer vollständig exklusiv auch die Basis der Jochen Schweizer Academy, in der wir genau die Themen vertiefen, über die ich jetzt gesprochen habe. Aber hier erfüllt sich der Urtraum der Menschheit, frei zu fliegen, mit nichts als dem eigenen Körper zu fliegen. You cannot fight the wave, but you can learn how to surf. Das kannst du hier höchst körperlich erfahren. Und es entsteht ein ganzes Quartier mit Tagungszentrum und Hotel. Aber schon jetzt geben hier unsere Gastspeaker, Trainer und ich persönlich weiter, was wir als wertvolles Wissen begreifen. Und wir verbinden dies auch mit höchst körperlichen Erfahrungen. Ich glaube tatsächlich, man kann über Körperlichkeit auch nach innen kommen. In der Jochen Schweizer Academy geben wir dir das Handwerkszeug, wie du selbst zu Unternehmer deines eigenen Lebens wirst und mindestens eine Flugfläche höher steigen kannst. Ich freue mich auf euch und vergesst nie, ihr müsst abspringen.